Hallo liebe Störer, das EU-Parlament hat mich hier nach Straßburg eingeladen und ich habe mir mal eine Tag lang die Arbeit im EU-Parlament so angeguckt und mich dafür unter anderem mit Martin Sonneborn von Die Partei und Jan-Philipp Albrecht von den Grünen getroffen. Und was da so alles passiert ist, das erfahrt ihr jetzt. Am Mittwoch, dem 7. Oktober, bin ich hier in Straßburg, einer netten kleinen Stadt im Elsass. Einmal im Monat kommen hier tausende Menschen hin, und zwar genau hierhin ins EU-Parlament. Ansonsten arbeiten die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter in Brüssel. Ich habe mir das mal einen Tag lang angeschaut. Das Gebäude von außen und auch von innen finde ich echt schick, allerdings auch ziemlich verwirrend. Man braucht echt lange, bis man sich da zurechtfindet. Die Flure mit den Büros der Abgeordneten habe ich jetzt nicht gefilmt, das sieht eh alles gleich aus. Hinter dieser Holzkuppel ist der große Plenarsaal mit Platz für alle 750 Abgeordneten. Da finden die ganze Zeit dann auch Sitzungen statt, die aber eher unterschiedlich gut besucht sind. Ich habe mich auch vorher noch mit Martin Sonneborn und Jan-Philipp Albrecht getroffen, aber dazu später mehr. Ja, jedenfalls viel Medienrummel, weil am Nachmittag die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande vor dem Parlament sprechen werden. Sie beschwören ein starkes, einheitliches Europa und warnen vor nationaler Abschottung. Dafür ernten sie aber auch etwas Gegenwind, da auch viele EU-Kritiker mit im Parlament sitzen. So, genug gelabert, jetzt seid ihr dran. Welches Interview wollt ihr als erstes sehen? Martin Sonneborn von Die Partei über die Europäische Union und Satire oder Jan-Philipp Albrecht von den Grünen über Datenschutz? Einfach hier klicken oder auch oben auf das i, da seht ihr auch nochmal alle Videos, oder unten in der Infobox auf die Links.